Hey, Diopies. Heute stürme ich euer Haus. Mal sehen, wie euch das gefällt. Befreien Sie Shanes Rowdies aus den Händen des DUP. Kann ich die da drin nicht verrecken lassen? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Infamous First Light. K.A. Rogers. Ich liebe übrigens die Details vom Level. Ich bleibe immer mal wieder gerne stehen. Ich weiß, ich liebe die Details vom Level-Design. Auch mit den ganzen Schildchen, mit den ganzen Kleinigkeiten, die so reingebaut wurden und so weiter. Das fand ich ja schon immer sehr geil. Oh, ach, jetzt haben die Dubs hier ihre Dinger. Mann, bauen die Typen schnell. Aber echt mal. Und das kennen wir ja inzwischen, wo das her resultiert. Diese komischen Checkpoints hier, die kommen tatsächlich aus Infamous 2. Damals aber nicht die Dubs. Beziehungsweise damals ist gut, wir spielen es ja gerade parallel, aber es waren nicht die... nicht die Dubs. Moment. So, neue Aufnahmesession. Erstmal wieder mit der Steuerung gucken. Und wir sind jetzt theoretisch unter den Herren. Das ist ja interessant. Wir können von unten bei denen ins Lager rein. Ich höre bereits irgendwo... So, das finde ich übrigens ganz toll, dass man das hier so machen kann. So, Tür öffnen. Okay, Baby Shanes, rennt so schnell ihr könnt. Und wir müssen nicht mal angreifen. Ich gehe jetzt einfach wieder raus. Oh, guck mal da hinten. Ich gehe einfach wieder raus. Wir haben die ganze Basis, wir haben den Punkt quasi flott gemacht, ohne auch nur einmal kämpfen zu müssen. So mag ich es ja am liebsten nicht, altes Pazifistenschwein. So, das heißt aber, wir dürfen auch nicht großartig auf den Dächern rumflitzen. Alter, wie riesengroß. Wir können natürlich die Seuche vielleicht auch bekämpfen. Oh, Entschuldigung. Ich war das nicht. Wir können die Seuche vielleicht auch bekämpfen. Können wir außen rumlaufen? Der ist doch gar nicht zutrittsbeschränkt. Hier sind doch lauter Einwohner. Was will der denn von mir? Das ist Ihre zweite Warnung. Verlassen Sie diesen Bereich umgehen. Das Ziel hat sich zurückgezogen. Das ist ja unfassbar. Die Einwohner dürfen da rumlaufen, aber wir... Das sagt ihr doch nur, weil ich eine Frau bin. Das weiß ich genau. So, hier kommen wir nirgends rum. Ich dachte, vielleicht können wir alle Lager ausheben, indem wir da unten irgendwo reingehen. Ich hätte natürlich schon Bock, die ganze Basis klein zu stampfen. Aber andererseits hätte ich Bock, erst die ganzen Geiseln rauszusneaken und dann die Basis klein zu stampfen. Batiste? Guck mal, da oben Dells sind schon unterwegs. Da unten kamen wir nicht weiter, ne? Noch mal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass auf jeder Seite so eine Öffnung ist. Das wäre ja zu einfach. Was ist denn da los? Ah. Weißt du was? Oh, das wollte ich gar nicht. Scheiß auf die. Danke, die OP-Arschlöcher. Das wollte ich schon seit Jahren tun. Mal gucken, ob die uns hier finden. Hört ihr das? Seht nach. Hört ihr das? Seht nach. Sie schreien, sie schwärmen. Doch sie wissen nicht, wo wir sind. Zwei wagen sich in die Höhle des Löwen. Die Mädchen in meiner Grundschule waren tougher als ihr. Komm schon.
Okay. Einer traut sich wieder hinab, wie es aussieht. Sieht seine Kollegen da liegen. Man rennt umher, man weiß nicht, was los ist. Ach, das war doch eben noch an seinem Bein. Oder ich hab's falsch gesehen, kann auch sein. Mist. Na? Ich bin hier unten. Hallo, Aufmerksamkeitsdefizit? Aber wie cool, dass sie auch sagen, da unten. So. Kommt er runter? Nein, er haut ab. Warum kommt denn keiner runter? Warum hauen die alle ab? Jetzt seid doch einfach die dummen NPCs, für die ihr programmiert wurdet. Ich will natürlich keine Geiseln da oben gefährden. Neonkraft haben wir genug und ja, ich mach das sneaky. Na also, ich mach das ein bisschen sneaky. Ja, natürlich da unten. Wo denn sonst? Ach, jetzt traut er sich. So. Ja, alles sauber. Spiele ich mit. Dann hebe ich die Basis einfach von hier unten aus dem Keller. Ach, da hinten. Ich habe auf den falschen Turm geguckt. So ging es dann natürlich auch. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich wollte nicht einfach rein... Oh. Ich wollte nicht einfach reinpreschen. Oh Mist, die werden immer größer. Ciao. Was ist das für ein komisches fettes Plus auf dem Radar? Ja, alles sauber. Das lief ja gut. Scheiße, komm schon. Boah, ich hab hier gerade voll die Paras. Nein! Jetzt ist die Batterie schon wieder fast leer. Wie komme ich denn an diese komischen Stein-Dinger ran? Ich kam da gar nicht durch. Ich habe versucht, da reinzuboxen. Da stand auch das Symbol drüber. Ich denke nicht dran. So geht's dann natürlich auch.
So, Freundchen. Bei ihm geht's komischerweise, bei dem anderen ging's nicht. Nummer 1. Nummer 2. So, ich denke, dann haben wir es ja eigentlich ganz gut geschafft. Und hier ist der letzte Gefangenentrakt. So, Männer befreit. Ihr Loser dürft jetzt gehen. War's das? Okay, Mr. Boss, deine Schläger sind wieder in freier Wildbahn. Ah, du bist so eine gute und treue kleine Dienerin. Dafür verdienst du eine Belohnung. Fett? Brent? Wo hält er dich fest? Keine Ahnung, aber vergiss mich. Verlass die Stadt, bevor das DUP dich schnappt. Weißt du, Süße, wenn du loyal bist, kriegst du ein bisschen Brand. Aber mach mich sauer und ich nehme dir ein bisschen Brand weg. Vielleicht ein Ohr oder einen Zahn. Die Dame entscheidet. Conduit Konsequenzen. Und ich glaube, der junge Mann weiß nicht, mit wem er sich anlegt. Denn es ist ja nicht nur unsere kleine verrückte Psychopathin hier, sondern es ist auch noch der kleine verrückte Psychopath am Gamepad, der dem Brent am liebsten auch mal... Tut mir leid, aber ich kenne ihn. Er lässt Brent niemals gehen. Nicht, wenn du etwas hast, das er will. Sprichst du da aus Erfahrung? Hör zu. Ich will dir helfen, aber das muss unter uns bleiben, okay? Geh in die Mitte vom Science Center. Da erkläre ich es dir. Wir haben eine Verbündete. Und das ist viel wert in diesen Zeiten. So, ich würde gerne die ganzen Dinger hier einreißen, aber ich weiß nicht, ob unsere Neonkräfte dazu ausreichen. So, Lumenrennen probiere ich nochmal aus. Oh. Da kam gerade ein Bösi, aber ist mir egal, ich mache jetzt das Lumenrennen. Was? Da ist es. War gerade die ganze Zeit unterirdisch. Ich habe das jetzt auf der Minimap verfolgt. Das ging gerade zum Glück. Na toll. Komm wieder her. Ich hasse es, wenn die nach oben abbiegen und du kommst selber nicht hoch, weil das Neon einfach durch die Sachen durchfliegt. Das ist immer ungeil. So. Gib mir das. Dankeschön. Sie haben nichts gesehen, die Herren. So, da haben wir noch ein Rennen. Vielleicht gewinnen wir das ja mal. Das war ja gerade doof. Vor allem geht das gleich das geht erst in die Basis rein und dann unterirdisch und dann geht's nach oben. Also das war echt mies. Ich hoffe, das hier ist jetzt ein bisschen einfacher. Ja, es fängt schon gut an. So. Das andere hätten wir vielleicht gekriegt, wenn wir auch direkt mit unterirdisch gegangen wären. Scheiße, Drecksfidelendes. Leck mich doch am Arsch! Das war genau die gleiche Strecke! Das Kackding. War das das gleiche Lumen? Ich weiß es gar nicht. Warte, ich probier das nochmal. Das kann ja nicht sein. War das das gleiche bzw. dasselbe Lumen und hier ist die Basis weg? Nee, ne? Oder war hier die Basis und die ist plötzlich wieder weg? Ich bin überfordert. Sieht plötzlich so anders aus. So, komm, das muss doch irgendwie klappen. Zum 10. Mal. So, habe ich die Abkürzung genommen und so funktioniert's. Dann düsen wir mal zu unserem nächsten Einsatzort. Hier hätten wir auch noch irgendwo. Da oben, das kann man doch kriegen. Oder? Wo ist es denn? Es müsste hier... Ach, da oben. Ach, leckt mich doch. Ich habe keine...
keine Zeit für die Lumpen. Ach, die DOPs, wie habe ich die vermisst? So, darf ich jetzt auch mal wieder? Dankeschön. Da kommt auch schon der nächste DOP-Truck. Es ist doch unfassbar. Ich erinnere mich noch gut an alte Zeiten, wo es dann hieß, ja, Gebiet ist freigeräumt und dann ging es richtig los. So, das Ding haben wir. Und da drüben ist auch noch eins. Da können wir auch nochmal gucken, wenn wir schon in der Nähe sind. Ach du Heilige. Wie soll man denn... Da gerade 3D-Modeling. Okay, von hier aus kommen wir so nicht dahin. Ach, Freunde, ey. Und vor allem, die treffen einen auch aus 50.000 Kilometern Entfernung. Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn da unten los? Wo ist er? So. Der Profi. 200 von 250 Schwachpunkt-Kills. Besiegen Sie 25 springende Gegner. 5 haben wir schon. Ach du Scheiße, ist ja noch ein Wagen angehalten, das darf doch nicht wahr sein. Ich hab die DUPs immer gehasst. Ich wollte doch nur das Ding da hinten haben. Nein! Doch! Ha. So, ich verpiss mich. Ciao, ihr Fuzzis. Die sind mir so egal einfach. So. Aha. So, dann düsen wir mal weiter. Mist, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie viel wir schon haben inzwischen. Und ich glaube, das Ding, da kam er überhaupt nicht ran, ne? Da müssen wir vielleicht mit Glück von da hinten rüber. Aber ich bezweifle, dass wir das von dem Haus aus sehen. Was? Und hier oben ist auch noch eins drauf, wo ich bezweifle, dass wir überhaupt jemals irgendwie drankommen. Oh, da kommen wir dran. So, das war das. 20 haben wir wieder. Na, super geil. Und hier in die Richtung, da ungefähr war das. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ja, man könnte es theoretisch kriegen. Aber es würde wahrscheinlich dauern. Weil man es dann auch wirklich genau anpeilen muss.
Ach du Scheiße. Komm, wir probieren es nochmal. Ich weiß, aber früher oder später müssten wir es eh machen, wenn wir jetzt schon mal da sind. Was ist das denn? Cool. Ich vermute mal, vielleicht können wir uns dann später doch noch mit Karma-Entscheidungen rumschlagen. Das war Straßenmusikanten, die kennen wir ja aus Infamous 2, aber auch aus Second Son, wo man sich entscheiden muss, wem man welche Behandlung quasi zukommen lässt. Okay, das probieren wir später mal, wenn wir zweimal in der Luft Dash geben können. Dann probieren wir das mal. Momentan bringt das, glaube ich, noch nicht so viel. So, dann düsen wir jetzt erstmal in diese Richtung zu unserem Auftrag. Und wir müssen uns auch langsam mal... Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Und wir müssen uns auch langsam mal wieder ein bisschen mit Superkräften mit weiteren ausstatten. Eigentlich hätte man den Dash gerade holen können, weil ich so schlau bin. Och. Ah, Schwein gehabt. So, was haben wir denn? Überwachungsausfall. Halten Sie zusammen mit Jenny Shanes Kontrolle über die Stadt im Zaum. Ach du Heilige, bevor ich das mache, gehe ich mal ganz kurz in die Los Opciones, mache hier mal ganz über den Upgrades, wir haben 21 Punkte, haben wir. Oh, wir kommen aber gut voran, ne? Das sieht schon ganz gut aus hier. Verlängern Sie das Abfeuern von Blitzen oder... Wenn Fetch eine Neonwolke passierte, kann sie den Sofa-Stecken-Sprint 50% länger halten, verwenden Sie Luft nur zweimal, bevor Sie den Boden berühren. Das brauchen wir. Dafür brauchen wir 13. Erhöht die Munitionskapazität für Nahkampf-Finisher auf 2. Was haben wir hier? Halten Sie L1 gedrückt, um Ihre Energie zu verdichten. Stasewolke. Aufgeladene Explosion. Achso. Erweiterte Blase. Aufgeladene Explosion wird 50% schneller. Stase-Explosion reicht 50% weiter. Können wir eigentlich auch machen, aber ich spare erstmal darauf, dass wir den Dash zweimal machen können. Und wir beginnen den Überwachungsausfall. Hallo? Über... Jenny, bist du hier? Was gibt's? Ich spiele dir ein Programm auf dein Handy. Siehst du die Wireless-Video-App? Probier sie aus. Kameramaterial ansehen. Sehen Sie durch die Drohnenkamera, um sie zu finden und sie zu zerstören. Ist der Live-Feed einer Polizeidrohne in der Nähe. Shane hat bald totalen Zugriff auf diese Dinger. Er besticht ständig neue Cops. Und? Und wenn du deinen Bruder suchen willst, ohne dass Shane dich verfolgt, solltest du lieber diese Drohnen finden und zerstören. Warum hilfst du mir? Weil wir beide zusehen mussten, wie der Menschenhändler das Mädchen geschnappt hat. Ich stecke in Shanes Welt fest, aber du musst das nicht. Wir mussten zwar beide zusehen, aber heißt das nicht gleichzeitig, dass wir sowas auch unterbinden? Naja, könnten, aber Shane hat ja leider die komplette Kontrolle. Und hier fliegt irgendwo eine Drohne. Ach, du Heilige. Wie soll ich die denn... Die war ungefähr auf der Höhe, auf der wir jetzt sind, glaube ich. Also die flog ja hoch und runter. Ich hoffe, die war teuer. War sie. Im Ernst, die kosten 90.000 pro Stück. Und es gibt noch eine an der Ecke, Spruce und Ritter. Spüren Sie die zweite Polizeidrohne auf. Das mache ich doch mit Vergnügen. So, ich begebe mich mal ein bisschen... Ich dachte gerade, hier wäre... Irgendwie hatte ich gerade im Augenwinkel, dass er ein Dupp-Agent wäre. Folgt er dir Tag und Nacht. Du kämpfst nie an deinen Bruder ran. Bin dabei. Hauen wir sie weg. Flieg bei den Gleisen rum. Ich frage mich, ob ich mich hier auch selbst sehen würde gerade. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, auf welchen von den Häusern ich gerade bin. Wow. Die ist komplex. Suchen wir uns erstmal die Gleise, die Gleise, die Gleise. Oh.
Die Gleise. Da sind die Gleise. Früher oder später müsste die ja hier theoretisch vorbeikommen. So suchen hat keinen Zweck. Fliegt beim Café um Ecke. Es müsste theoretisch da vorne irgendwo sein. Weil da der Zug gerade lang fuhr. Da ist er. Hab dich, Miss Kerl. So. Und die nächste. Okay, Polizei hat gerade noch einen Betrieb genommen. Sie bewegt sich schneller als die anderen. Also auch nicht so leicht zu erwischen sein. Schnell habe ich drauf. Darin bin ich ein Ass. Spüren Sie, ja, die Großkotzige wieder. Spüren Sie die letzte Polizeidrohne auf. Das machen wir natürlich. Und da sind wir auch schon. Dann gehe ich mal nach hier oben und schau mal. Okay, die ist sehr viel schneller. Das ist keine Drohne. Oh. Ein Hubschrauber? Echt jetzt? Du erkennst einen Hubschrauber nicht? Tut mir leid, sieht alles gleich aus. So, das war er. Das war er. Also die Drohne quasi. Warum denn stoppen, wo es gerade so lustig wird? Oh. Von hier? So, die DUP hier halt hinterschlagen. Okay. Tut mir leid, ich kann Drohnen und Hubschrauber hier nicht unterscheiden. Ach, schon gut. Ich bin ja nicht in Flammen aufgegangen. Ich schicke dir die restlichen Drohnenpositionen und vielleicht habe ich eine Spur, wo Shane deinen Bruder festhält. Vielleicht reicht mir schon. Shane verlegt seine Gefangenen ständig, aber ich glaube, ich habe sein System geknackt. Die Hubschrauber-Sache ist dir offiziell verziehen. Sag mir, wohin und ich bin schon da. Überwachungsausfall. Ja, das haben wir eigentlich relativ easy hinbekommen. Und jetzt haben wir tatsächlich auch noch Kameras überall, die wir abfrühstücken können. Ah, okay, das sind weitere Missionen. Ich dachte gerade, wir können die Kamera mit dem Handy wieder identifizieren. Polizeidrohne. Hat eine Drohne in der Nähe, um die Gegend zu überwachen? Benutzen Sie Ihr Telefon? Das machen wir natürlich. Und die fliegt durchs Parkhaus. Da unten steht jemand. Fliegt durchs Parkhaus, fliegt am Parkhaus entlang. Ah, oben, guck mal, oben steht SPD. Ist also eine SPD-Drohne. Und die fliegt da, wir sind gegenüber von dem komischen Blinky-Zeichen. Die fliegt eigentlich genau da entlang, wo wir gerade sind. Oh, nein! Nein, ich will... Nein, jetzt... Die ärgert mich doch. Gut, ich bleib einfach mal hier. Die müsste ja theoretisch hier auch entlang fliegen. Wir können das ja auch von hier unten machen. Wir müssen ja nicht immer auf dem Haus hocken. Ah, wir sind jetzt ein bisschen raus aus dem Dunstkreis. So. Jetzt müsste sie um die Ecke kommen. Ich weiß nicht, ob das die Ecke ist oder die andere. Es ist die Ecke. Damit hast du nicht gerechnet. Ah, und wir kriegen... Ah, und wir kriegen sogar, SPs. Superpunkte oder Sonderpunkte oder Schwachmatenpunkte. Wir kriegen Schwachmatenpunkte, so ist recht. Okay, dann mache ich nochmal ein Rennen gerade. Wir haben also wieder neue Missionen mit den Kameradingern.
Die ich aber okay finde. Die kann man machen. So, 15 Schwachmatenpunkte, da freue ich mich sehr. Und da oben haben wir noch einen weiteren. Nein! Uha. Ach, wir dürfen ja durch Wasser. So, der Schwachmatenpunkt war einfach direkt. Der war einfach schon mal da. Und pass auf, bevor wir jetzt die Mission weitermachen, die Kameras würde ich auch alle gerne, furchtbar gerne abfrühstücken. Weil die sind eigentlich ein Geschenk. Die kriegen wir ganz easy hin, ohne Rennen oder sonst irgendwas. Fliegt unter der Brücke durch. Müsste also gleich da hinten wieder auftauchen. Vielleicht. Ich gehe trotzdem nochmal einen höher gerade. Hier waren wir ja schon mal. Da ist sie. Und dafür zahlen wir Steuern. Aber echt mal. So, wir haben 18 Punkte. Wir können uns doch eigentlich jetzt das Dingens leisten. Den Doppelsprung. So, verwenden Sie Luftsprint zweimal, bevor Sie den Boden berühren. Natürlich sehr gerne. Zack, haben wir das auch wieder. Und vielleicht kriegen wir doch Infamous auf 100% durch. Also, First Light auf 100% durch. Wo ist denn da... Hä? Ich glaube, hier kriegen wir nochmal ein paar Schwachmatenpunkte geschenkt. So, da haben wir ein paar Schwachmatenpunkte geschenkt bekommen. Guck mal, die steigen auch gleich wieder aus, nicht? Die haben uns gar nicht gesehen, weil wir hinter denen waren. Okay. Yo, jetzt können wir uns auch das andere Ding holen. Und zwar mit Einfachheit. Was sehe ich denn da? Ach, die Brücke ist abgeriegelt. Kommen wir da nicht rüber? Okay. Ich hoffe, die steigen nicht aus. Ich bin sicher, das hilft, um unerkannt zu bleiben. Wo sind die ja überall? Ich wollte gerade mal kurz gucken, bevor wir die Mission annehmen, wollte ich eigentlich mal ganz kurz gucken, ob wir nicht über die Brücke kommen. Einfach nur, weil es mich interessiert. Gehe zurück nach Seattle. Ich kann nicht. Etwas treibt mich. Okay, hier kommen wir einfach nicht. Gehe zurück nach Seattle. So viel mal dazu. Man kann also einfach nicht über die Brücke gehen. Weil es einem eine unsichtbare Stimme befiehlt. Wie gemein eigentlich. Da soll man hier um seine Freiheit und Rechte kämpfen und kann ich mal raus aus Seattle. Naja, was haben wir denn hier? Preis der Erlösung. Suchen Sie den Ort in der Stadt, wo Shane ihren Bruder festhält. Und ich weiß schon mal genau, wo es nicht ist, und zwar im Endscreen. Ich kann auf jeden Fall garantieren, im Endscreen wird niemand festgehalten. Und ich sehe gerade, Market District, wo wir uns gerade befinden, haben wir nur 42% geschafft. 50, 44, 75, 89, 75, 43. Also wir werden wahrscheinlich ein, zwei Folgen noch machen müssen, wo wir uns einfach auf Rennen konzentrieren, darauf die Lumen zu sammeln und neuerdings auch die Überwachungskameras. Polizeidrohne aktiv. Jeder Stadtteil hat eine einzige Polizeidrohne, wie es aussieht. Die müssen wir wahrscheinlich alle erstmal wegkicken und dann können wir auch die ganzen Lumen sammeln. Wir können die ganzen Rennen machen und so weiter und so fort. Da werden wir wahrscheinlich noch ein, zwei Folgen dran kleben und dann machen wir in der nächsten Folge aber erstmal die Hauptstory weiter, ne? Ich bin dafür, bist du es auch? Dann melde dich doch jetzt. Und ich sehe ja, wer vor dem Monitor den Arm hebt. Das sehe ich genau, denn ich habe Drohnen bei euch rumfliegen. So,
Ich wollte euch ja nicht bedrohen damit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und ciao. A good fight.